Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Team Chaos Challenge mit der Asta, dem Paul, dem Micha, dem Lars und dem Carsten. Ein wunderschön. Hallihallo. Hallo. Grüße. So, die nehmen wir hier noch mit und dann gehe ich rüber auf die andere Fläche und hoffe, da läuft es ein bisschen besser. Da fahre ich, glaube ich, Freihand. Bin gespannt. Paul, ein Ball liegt da noch, ne? Zwischen den Bäumen. Ja. Ja, ich wollte es nur gesagt haben, falls du es nicht gesehen hast. Ach, guck mal, da ist auch noch ein bisschen was. Ja, das nehmen wir gleich noch mit. Shit happens. Die paar Liter interessieren, glaube ich, auch nicht. So, noch ein ganz kurzer Hinweis von dem anderen Team, weil ich gerade ganz kurz unten war. Die Fläche für die Missionsgeräte ist ja sehr klein, wie wir festgestellt haben. Und sie haben herausgefunden, wenn du die Missionsgeräte nimmst und sofort zurücksetzt, spawnen sie in diesen Hallen, wo die ganzen Kaufgeräte quasi auch spawnen. Und da ist natürlich mehr Platz vorhanden. Weshalb wir gesagt haben, okay, dann werden wir halt einfach versuchen, die Missionsgeräte sofort instant zurückzusetzen, wenn wir sie nicht sofort wegholen, damit der Platz immer frei ist für neue Missionsgeräte. Ja, ist okay. Weil dann haben wir auch nicht das eigene Problem, was wir eben hatten mit, warum haben wir hier keine Seemaschine, aber so ein Röstelmisch? Dann funktioniert das vielleicht. Ich bin schon wieder bei 1000 MS, ne? Ich weiß nicht warum. Nächstes Mal gehe ich eine halbe Stunde vorher auf die Karte und bewege mich nicht mehr. Ich dachte, hier war Gras drauf. Das ist ein Wachstum, die 12. Ich dachte, kein Christoph? Ja, doch. Bei mir stand eben erntereif. Deswegen war ich richtig im Hype-Modus. Die 10, 11 ist erntereif, aber die 12 ist ein Wachstum. Ja, dann hat bei mir noch die Synchro mich gerade rausgehauen, aber wir müssen ein paar Bäume wegmachen. Ja, machen wir noch. Haben wir irgendwelche einfachen Aufgaben, die ich machen kann, auch mit Lex zwischendurch? Ballen pressen. Ja, das ist halt auch düngen. Oder kannst Ballen sammeln. Damn. Ja, Ballen sammeln ist mit Lex, glaube ich, nicht so clever. Wenn, dann düngen. Dann kannst du VC anmachen und dann kannst du im Zweifel nicht so viel kaputt machen. Dann wärst du zwar den Waldra, aber. Ich hab gerade, ich weiß nicht, 800 Meter gebraucht, um dieses Ding jetzt endlich mal zum Stillstand zu bekommen, nachdem der Ballen voll war. Ja, dann lass uns gerne tauschen. Dann kannst du den 900er fahren. Ich laufe zu dir. Oder bist du reingesprungen? Dann kann ich zu dir springen. Ich springe dann. Jo. So, warte mal. Du wolltest hier eine Vorgewendebahn fahren? Nee, brauchen wir nicht, oder? Wie du magst. Nee, brauchen wir nicht. Okay, du hast 90 Grad Rasterplatzierung an. Perfekt. Alles gut. Kurz mal klarkommen mit VCA. So. Hey, wir haben Geld bekommen, 70 Euro. Die Solaranlage, das Windrad. Ja. Das rettet uns den Arsch, glaub mal. Kalt. Wird uns richtig voranbringen, diese Solaranlage. Vor allem das Windrad. Ja komm, das Windrad bringt gar nicht so schlecht Geld. 20% von dem, was wirklich was da steht, ungefähr. Echt? Das bringt nicht viel, jeden Monat unterschiedlich. Die Solaranlagen ja auch. Ja gut. Warum sonst? Sieht ganz nett aus, ist okay. In Niedersachsen ist häufig windig, da kann man auch mit mehr Ertrag rechnen. Okay. Haben die anderen aber einen Vorteil gegen uns? Warum? Ja, die haben größeres Windrad. Die haben auch ein Windrad? die haben das mittlere Windrad stehen. Junge! Ich hab dir gesagt, wir bauen uns einen riesen Flock hin. Ja, ich dachte, wir sind keine Anti-Mates. Rechne immer mit denen der anderen. Ja, ich weiß. War doch aber klar, dass es so kommt. Die haben wahrscheinlich mein kleines Windrad gesehen und dachten sich, oh geil, wir haben noch so viel Geld über. Ja, ich wurde schon angesprochen mit Namen, Mr. Windrad.
Ich bin mir so, ey, Alter, was ist denn jetzt dein Problem? Naja, gut. Du weißt, wer den Hof gebaut hat und der sieht alles. Die haben echt das Windrad sich hingestellt, das große? Mittlere. Ja. Was ja, kostete da das? Warte mal, wo ging das nochmal, die Windräder? Unter? Auf Generation. Ah, Generat. Das für 155.000 haben die sich hingestellt. Hm. Die Anti-Mates, Alter. Ich habe eins für 900 hingestellt. Hab euch gesagt, lasst uns diese Solaranlagen hinklatschen. Hätten wir lieber auf dich gehört. Ja, hätten wir mal wieder auf mich gehört, ich sag's dir. Hätte Fahrradkette. Wann haben die das denn gebaut? Als ich da drüber geflogen bin, hatten die das noch nicht. Keine Ahnung, irgendwann werden im Hofbau. Ja, bestimmt. Seid ihr alle fertig? Ja, wir sind fertig, wir können los. Nochmal zack, das Windrad hingebaut. Das steht nur sehr so, dass nicht auffällt, dass es zum Hof gehört. Keine Sorge, ich hätte das gesehen. Ich hab sehr genau hingeguckt, was die gemacht haben. Ja, bei dir, Uwe. Mann, ey. Ich mache mir gleich den Spaß, wenn ich hier durch bin, dann gucke ich mir noch mal deren Hof an. Dann zeige ich den auch den Zuschauern. Wird schon. So, da hinten fährt Paul auf jeden Fall. Da kommt Karst schon einmal mit dem Vorgewende außen rum. Wie viel Geld hat denn das andere Team? Oh, die haben noch 11.000. Naja, gut. Bisschen mehr als wir. Echt da in dir am Rand hingestellt, ey. Glaubst du es nicht? Hast du es dir jetzt angeguckt? Ja. Ich guck mir das gleich an, ob ich es übersehen habe oder nicht. Ich bin gerade in der VCA, aber das ist ganz gut. Wenn ich in dieses Platziermenü reingehe von den Dingen, kann ich ja. Siehst du, gute Idee. Ah. Kann sogar unauffällig stalken gehen. Ja. Falsche Taste, dann gehen wir mal hier rein. So, wenn ich aber hier 30, 31, 32, 33 alles als Grasfeld machen, Junge, dann jo, die machen alles als Naja, gut, es gibt genug genug BGAs, aber die haben auf jeden Fall auch einen Glashof, okay? Alter, die sind schon gut unterwegs, die Jungs. Mhm. So, wo soll das? Das hätte ich gesehen, wenn das da vorher schon stand. Das haben die ganz spät erst hingestellt. Richtig schön da hinten clever in die Ecke rein, ne? Ja, aber das lag da noch. Das stand da noch nicht, als ich den Hof gesehen habe, als die... Behaupte ich, das wäre mir aufgefallen, das Scheißding, weil es riesengroß ist. Die haben zwei Ballensammelwagen. Die sind besser ausgerüstet. Haben die zwei, ja? Ja, die haben zwei Ballensammelwagen. Alter Junge, wie... Ah, da hinten. Wir hätten doch auch einfach den Dauer-Silage machen sollen, ne? Scheiß auf alles andere. Einfach ja, Silage ballern. Eigentlich ist es nicht Sinn der Sache, dass wir jetzt hier die ganze Zeit Silage durchballern. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Es ist wie immer im LS. Entweder du machst Holz, wir können auch mit Holz anfangen, oder Silage. Und ist ja richtig jetzt mal rauchen zu bringen. Ja, und wenn du richtig gut bist, dann machst du Silage und Holz zusammen. Habe ich Erfahrung mit. Das läuft. Wie bitte? Holz-Silage. Ja, Holz-Silage ist wirklich gut. Wer kennt sie nicht? Ja. Die gute alte Holz-Silage. Okay, also die 59 hat 48%, Micha. Wie sieht's aus bei dir? Ich bin fast leer. Ja, okay, das wird echt schwierig, weil die beiden Pressmissionen haben noch nichts gerissen bisher. Alles gut, ich hab die Ich bin der letzten Bahn am Gossen. Ja, aber Moment, am Hof standen noch Big Packs vom Saatgut. Ja, ich hab die große Sämaschine, war ja schon voll. Ja, ausgetauscht. Perfekt, sehr gut. Die Fahrsteinschladen. Aber vergiss nicht das am Händler noch, ne? Jawohl, ich war da noch zum Händler dazu. Sind die Leute, die beim Hof arbeiten, haben die noch Arbeit?
Also jetzt. Im Hof arbeitet so. Gerade keiner mehr. Okay, aber wir haben alle noch Arbeit. Ja, yeah, wir haben alle noch Arbeit. Ich könnte eigentlich noch warten und Bein pressen oder was anderes mal. Du brauchst Hilfe bei was, Lars? Ne, ich presse jetzt gerade, aber wir müssen halt, weil gleich das Quaderballen ist, müssen wir wickeln. Achso, ja, dann komm ich mal Schlepper dahin und dann. Tu am besten deinen Schlepper zurücksetzen, weil dann bist du ja am Händler und dann nimm dir den Wickler mit und. Oh, am Händler ist ganz schön Leggy Party angesagt, der Junge. Ja, hier gerade auch. War, glaube ich, stand schon Leggy Party. Ich will es ja jetzt nicht sagen, ne, aber. Wir können. Folge 3, wir könnten die erste Restrukturierung angehen. Restrukturierung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie empfänglich ihr seid, ne? Aber die Spritze brauchen wir nicht. Wenn wir Gras machen. So, den Anhänger brauchen wir im Zweifelsfall auch nicht. Da kriegen wir schon mal über 57.000 raus. Den Tiefenlockerer brauchen wir nicht. Sind wir bei 65.000. Dann wäre aber intelligent, da schon mal in Striegel mit reinzuziehen, weil da brauchen wir auch erstmal nicht zum Düngen. Das stimmt allerdings. Das ist krass. Ja. Okay. Das von mir aus auch, aber ganz kurz zu Ende gesprochen. Wenn wir gerade auch nicht sehen brauchen, können wir sogar noch die Sämaschine verkaufen. Wobei die Sämaschine würde ich wahrscheinlich behalten. So einen guten Plan gemacht. Ja, Schicks. Aber die anderen zwingen uns einfach dazu, Dauersilage zu ballern, damit wir mithalten können. Ansonsten hoffnungslos verloren. Ah, ich mache unter der Woche einfach einen Crashkurs bei Marc für Holz machen und dann. Feuer. Ja, das Problem ist einfach, wir hätten dann den 900er nicht gebraucht. Große Ballen machen, ne? Wie bitte? Ja, zu Last, dass er nicht zu große Ballen macht. Warte mal, 2,20 Meter Ballen habe ich. Ich kann nur, ich kann nur bis 150 wickeln. Nee, mit der Quaderballenpresse kannst du größer, aber da kannst du bis 220. Musst du mal gucken im Shop. Ja, 240 kann ich auch. Ja, 240 bitte nicht, das kann keiner wickeln. Ja, das kann auch nicht wickeln. 220. Aber die große, volle Größe pressen. 220. Mit 220 Presse ist okay, das kannst du noch wickeln. 220 presse ich gerade. Paul, probier mal. Schon rausgezogen? Okay, nicht gut. Micha, kommst du denn mit dem Saatgut hin? Das war jetzt schon weg. Okay. Boah, Alter, im Schneckentempo. Und plötzlich war der Leck vorbei und ich lieg in einer Leitplanke hier im Nachbarzaun, ne? Die Karte ist genauso performant wie im 19er. Gar nicht. Ja, leider, ne? Es wird aber auch irgendwie bei mir nicht besser. Es ärgert mich extrem. Ja, es ist auch. Ich habe auch wunderbar Lecks halt auch das Ruckel dazwischendurch, ne? So eine Kacke. Blink Party, wuhu. Entschuldigung, Micha, was hast du gerade gesagt? Hier steht noch massenhaft an Zeug rum beim Händler. Ja, ja, die anderen haben gesagt, der Händler ist zur Not, ist der auch einfach eine Parkfläche. Als ich ihm gesagt habe, mach den Händler frei, ne, ist kein Parkplatz. Ja, 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 genau. Wenn kein Platz mehr ist zum Spawn, dann werden wir, ne? Aktiv. Aber uns anmeckern, dass wir die Big Bags da wegtun sollen. Ja, so ist das halt. Wir schreiben jetzt hier auf. Wenn ich an mein Zeug hier dran komme, ich habe keine Arbeit mehr übrigens. Sammel die Ballen. Bei mir. Bei dir? 116 Millionen. Der Ballensammelwagen steht noch am Händler oder was? Händler, jawohl. Ja, dann. Ich weiß gar nicht, wo das Zeug überpinnen muss. Junge, und der nächste 700er steht hier. Ach so, Lukas setzt den auch die ganze Zeit zurück. Ja, Lukas ist auch schwer am Zurücksetzen die ganze Zeit. Paul,
Karl, warte mal kurz, wenn du den dann nimmst, weil ich will den zurücksetzen. Ich merk schon, Alter, wir hätten noch mehr Regeln setzen sollen. Wir müssen dringend mehr Regeln drauflegen, das... Ja, also, das macht doch keinen Spaß die ganze Zeit, wenn die alle jetzt nur Besilage ballern. 116? Brauchen wir keine Challenge machen. Lars? Ja, 116. Das ist beim Händler ziemlich nah. Ja, deswegen frage ich. Ja, Micha, wir werden ja auch nicht ewig Silage machen. Silage ist halt für den Anfang ganz, ganz gut, ne? Um irgendwie Geld zu machen. Keine Ahnung, zur Not müssen wir mal gucken. Boah. Regel Nummer 1, wird keine Silage mehr aus Gras gemacht, was? Regel Nummer 1, Silage nur, wenn du einen schönen Häcksler hast mit Gras-Pickup, ne? Da hätte ich richtig Bock drauf. Habe ich zuerst das, überlegt. Ja. Ob man das machen kann, aber die Häcksler sind zu teuer. Wären wir mit einer Million nicht hingekommen. Aber dann müsste man sich halt einen anderen Plan ausdenken, weil dann könnte man nicht mit Silage ballern. Ja, ganz aber nicht, mittendrin auch, die Regel... Gab's da nicht auch so einen Anbau hier? Nein, mittendrin ist, geht das nicht. Gab's da nicht auch was, oder war das im 19er, wo du die Pickups dranhängen konntest? Du hast praktisch... Das ja, war sowas ich wie weiß. Der Max. Ja, ich weiß was du meinst. Aber das ist ja nicht das gleiche, ich will ja Häcksler fahren. Ja. Ach, siehste, Ende, jetzt sei doch mal nicht so, Toledo. Ist ja gut, hör mal, jetzt werde ich schon ermahnt. Liebe Leute, wir haben uns schon wieder verquatscht, weil wir gerade Pläne schmieden in Folge 3 nicht abzukacken. Ne? Warum sind wir eigentlich so, wir haben doch alle Zeit der Welt. Egal. Wie immer, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn ihr mögt, geht es morgen um 20 Uhr weiter mit einer weiteren Folge. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao. Tschüss.